Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu Welcome to the Game quasi. Also Welcome to the Game 2.0 mit 4746 Zuschauern. Klar. Red Room, a hidden service on the deep web to see and participate in interactive torture. Immer toll. Immer. Also ein versteckter Service im Deep Web, um interaktiv zu morden und zu dingsen. Foltern. Hallo. Wer auch immer du bist. Adam, yeah? Hey, play tutorial. So, moment. Yeah. Are you sure you want to do this? Ja, klar. The deep web is full of fucked up shit. Even worse, a red room. There are some things you red cannot Red Rum. See. Verstehst du, wie Mörder rückwärts? There are some things you cannot see. Was mir eben direkt mal auffiel ist, in den Optionen konnte man Nacktheit ausschalten. Ich hab das dann mal getan. Weißt du, was ich mein? Alright, well, don't say I didn't warn you. The deep web is like a giant maze. There is no search engine. So you have to do some exploring to find out what you are looking for. Krieg ich hin, mit Sicherheit. There's two main programs which you'll be using on your search for a red room. Anne and Notes. Anne is a web browser that allows you to access the deep web. You can't ist access das wirklich the so? Normal browser. Notes is, well, notes. You can use this to take notes on what you discover. So this is a pretty important tool to use. Also, okay, wir nutzen Anne, Anne ist unser Browser, ohne Suchengine, wo bemerkt, und Notes, da können wir halt einfach Notizen machen. I went ahead and set your homepage on muss ich mir das merken? Wiki page to get you started. What you are looking for are 8 hidden keys on the deep web. Not all sites have them, but some do. You have to explore each page, click the links, and see what you discover. A hidden key looks like this. Each key contains an order number associated with them. This is important. Once you have found all 8 keys, you have to type out the complete key in order. This will provide you with the Red Room's URL. Also das ist jetzt quasi das Endziel dieses Spiels, ja? This is where the notes system comes handy. You could keep track of all the keys you have found. Another tricky thing with the deep web is that some pages are only up at certain times of the night. If you look at the top right corner of your screen... Ja, ist eine Uhr, habe ich mitbekommen, ja. Obviously, this is your current time. So if a site you visit is not up, try again a couple hours later. Next to the clock, you will notice a day count. This keeps track of how many days have... Yeah. You simply just have to click the action nodes in also the puzzle. Das passiert, wenn ich gedost werde, ja? Da muss ich jetzt drauf, da muss ich jetzt draufklicken und dann die Action-Dinger da machen oder so? Pro tip. You can hold the middle mouse button to speed up the process. Ach so, ja, das werde ich mit Sicherheit brauchen. Go ahead and launch a DOS attack on you. Ja, 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 okay. Also es gibt 3 verschiedene Arten von Hackerangriffen. Das ist eine davon. Okay. Was muss ich tun? Moment, DOS-Blocker. Okay, muss ich Pfeile drücken? Oder? Nee, Moment. Was? Was muss ich tun? Könnte ich das verschieben? Nee, Moment. Ach, das muss ich machen. Okay. Mehr nicht. Fertig. Hack blocked. Ach, so funktioniert also. So funktioniert es also, ja. You nailed it. Natürlich, entschuldige mal bitte, ich bin der tollste im Anti-Hacking-Verfahren. Und Verfahren mit dem Auto auch, weil ich habe ja keinen Führerschein. Okay, also das nächste wäre dann irgendein Kernel-Dingsbums und wir müssen dann jedes Mal nur das genau eintippen, was da gerade angezeigt wird. Das ist eine von 3 Attacken, die davon stattfinden. Einmal müssen wir dieses komische Puzzle-Ding da lösen, einmal müssen wir das jetzt machen und genau das eintippen, was da steht. Was muss ich machen? Wo muss ich? Achso, ach du Scheiße. Das muss man ja IO-Stream. Moment, so. Und dann Enter, oder mit? Okay, und dann wieder herstellen. Habe ich ein Zeitlimit? Ach, also ich gehe davon aus, dass das Zeitlimit dann noch irgendwie ein kleines bisschen. Das ist auch schön, dass es direkt markiert wird, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Das ist sehr, sehr nützlich. Ich denke mal, dass das Zeitlimit jetzt im Tutorial relativ flach ist, aber beziehungsweise relativ ausgedehnt ist, aber ne, wir werden mal sehen. Das andere ist also Vector Performance Executor, better known as Vape Attack. Okay, ja. Und da werden wir dann. Corrupt Memory Segments Block Rearrange, bla 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 bla. Ja, ja. So sieht das also aus dann, ja? And a correct memory segment looks like this. Aha. I'm going to go ahead and launch a vape attack on you. Also muss ich jetzt einfach nur die Wolken in die richtige Reihenfolge bringen oder so? Und wie wird mir dann mitgeteilt, wenn irgendwas richtig ist? Das werde ich wahrscheinlich im Spiel herausfinden, hoffe ich. Okay, also zumindest das Tutorial haben wir schon mal mehr oder weniger überstanden. Toll. Toll Tutorial quasi. Was muss ich machen? Muss ich jetzt einfach nur die richtige Reihenfolge packen? Muss ich das immer nur so in die Reihenfolge packen? Was? Be hacked if your IP address is revealed. By default, Anne hides your IP address, but some websites may reveal it to the hackers. If you're getting hacked and would like for it to stop, simply just reset the modem.
This will reset your IP address. Okay, also wenn irgendwer meine IP-Adresse hat, muss ich den Router resetten noch dazu. Also, ja, wir sind bereit. Couple more things. Ja, dann ist ja, dann haben wir ja quasi nichts mehr zu verlieren. This is just an urban legend, so I'm not sure if it's true or not. But they say the farther you get into the deep web, kidnappers will try to locate and kidnapper. Oh, so be on the lookout for this. If you think someone is tracking you, just turn all the lights off and be quiet. Don't say a word. Oh, super. Oh, super. Das heißt, also wir müssen manchmal das Licht ausschalten mit ihm. Wie komme ich denn hier raus? This second promise you is real. Where you currently are, there is a serial killer on the loose. Toll, noch dazu. Kidnapper, Serienmörder, Hacker. Das ist ja fantastisch. Wir müssen unbedingt mehr zu dieser tollen Seite da. Es ist natürlich auch irgendwie fantastisch, dass wir jetzt eine Seite suchen, die zum interaktiven Morden und Foltern auffordert. Was dann aber vermutlich dazu führen wird, dass wir erstmal interaktiv gemordet und gefoltert werden. Fantastisch. Das sind genau die Geschichten, die wir brauchen. Ja, ja, ist okay. Können wir spielen The Breather? Ich habe keine Ahnung. Was? Es kann doch sein, dass der vorne an der ach du Scheiß, an der Haustür steht und da müssen wir den Türknopf festhalten, wenn wir das Gefühl haben, der steht da. Also jetzt Anbrowsen, ja. Was muss ich jetzt tun? Test. Nichts passiert. Sehr gut, sehr gut. Unable to connect, ja, kann ich das verschieben? Ich kann es sogar verschieben. Ist der Wahnsinn. Was muss ich denn eingeben? Ich weiß gar nicht, was ich eingeben muss. Red Room. www.redroom.org oder oprk. Ich hab den Router jetzt mal resettet und es passiert immer noch nichts. Oh. Oh, hier sind die ganzen Seiten, oder was? Bathroom Cams. Heilige Scheiße. Das Ding, ich muss wahrscheinlich die ganze Zeit auch noch hinhören, dass, falls irgendein Typ kommt, ansonsten habe ich nämlich ein Problem. Home? Cams? Die kann ich jetzt hier kaufen. 1080p Cam, die ich in ein Klo stecke. Ja, das ist ja fantastisch. Das ist ja toll, dass wir solche Sachen direkt. Ah, so. Das meint ihr also mit Nudity. Normalerweise werden die Dinger wahrscheinlich. Die Dingsbums, also hier war kein Code, ja? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass. Das war relativ leise gerade, der Dialog, deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, ich hab Angst, dass ich irgendwelche Hinweise eventuell nicht höre. Aber wir werden sehen. Unable to connect. Warum? Was soll das? Ich bin Profi-Hacker, Black Host. Da sind bestimmt wichtige Sachen. Warum denn? Was ist denn nur los mit dir? Forsaken Gifts. Okay. Okay. Oh, nicht cool, Alter. Nee, überhaupt nicht cool. Überhaupt gar nicht cool. Elisa, ja? Oh, toll. Das ist ja gruselig. Hör auf jetzt. Das ist ja ekelhaft. Nee, mal weg. Puppen sind doof. Nee, ich will keine Puppen. Ich will auch nichts bestellen. Danke der Nachfrage. Wo kann man denn jetzt diesen tollen Code... Ist der Code ist aber hier nicht bei, ne? Der Code ist hier nicht bei, nein. Da ist einer da. Ich höre jemanden. Nein. Mach das Licht aus. Muss ich das Licht dann ausmachen? Habe ich es richtig verstanden, dass ich das Licht ausmachen muss? Nein! Nein! Nee, wieso denn jetzt schon? Was war das? Nein! Nein! Mach das Licht jetzt mal wieder an, werde es wahrscheinlich bereuen. Okay. Grandma's Fantasy. Ah so, muss ich mir das jetzt wirklich durchlesen? Ja, geil auch. Das sind die richtigen Sachen, die wir hier brauchen. Das ist ja fantastisch. Ich hoffe mal einfach, dass ich jetzt nichts überhöre, während ich rede. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, ich muss im Grunde genommen die ganze Zeit die Schnauze halten. Für den Fall, dass irgendwer zufällig an meiner Tür steht oder so. Und dann muss ich nebenbei auch noch irgendwelche Codes finden, die ich, wovon ich noch nicht einen einzigen gefunden habe. Das ist ja ein toller Job auch, nicht? Also Moment, wo waren wir denn noch nicht? Wir waren noch nicht auf Cannabis-Uhr. Ach Moment, das sind bestimmt die, die zu bestimmten Zeiten nicht verfügbar sind. Deswegen waren die nicht verfügbar. Ich möchte Cannabis kaufen. Warum nicht? Ah, jetzt. Warum denn nicht? Manchmal hat man Bedürfnisse und dann muss man Cannabis kaufen. Verstehen du nicht? Chosen Awake, Decrypt You, Flame, Forgive Me, Hail Satan. Wir gehen mal zu Heil Satanas Abraxas. Picture, nein. Es geht ja noch. Ich erwartete jetzt eigentlich ein Bild von Dave Grohl, aber... Also aus dem Dingsbums-Video. Aus dem Dingsbums-Video.
Hier von hier, Tenacious D. So, da war nämlich Dave Grohl Satan. Und deswegen ist das ganz toll. Videos. Wollen Sie sich eigentlich wirklich angucken? Das ist not a low playback. Das ist ja so viel dazu. Aber ist ja quasi auch ein sicherer Browser. Da muss man ja quasi. Muss man ja quasi dann so machen. Fuck. Gibt's jetzt irgendwie. Wo sind denn diese dummen Codes jetzt? Das Ding ist. Mein Headset klackert manchmal etwas, wenn ich den Kopf bewege. Das ist schrecklich. Weil ich denke die ganze Zeit, dass irgendwas passiert. Ist wer, ne? Also auf jeden Fall schon mal Wind. War das Fenster die ganze Zeit auf? Nein! Gehe ich recht in der Annahme? Wir googeln einfach mal weiter. Googeln. Googeln ist, weißt du, von gestern. Organmarkt. Ja, gib mir mal irgendwie, weißt du, so ein paar. Da kann man ja schon mal dann so ein bisschen, weißt du, kann man dann ja schon mal machen. Das ist aber ein ziemlich eingeschränktes Web. Eigentlich. Männliche Nieren. Eine Leber. Eine männliche Leber. $167,000 kostet ein Herz, kostet 120.000. Ein weibliches. Okay, ich gehe dann mal weg. Ich brauche gerade kein Herz, danke der Nachfrage. Was? Nein. Alter, komm, na klar, du kannst. Nein, nicht cool. Nicht cool. Was muss ich machen? DOS-Blocker. Okay, DOS-Blocker, das heißt, der muss wahrscheinlich dahin. Der muss wahrscheinlich dahin. Und. Nee, Moment, der muss. Dahin. So, jetzt ist fertig. Die erste Hackattacke Hackattacke abgewehrt. Fantastisch. Das ist ja großartig. Ich habe Angst. Und das nicht geringfügig. Ich habe noch nicht eins an Ding gefunden. Wenn ich wüsste, wo die. Wenn ich eins davon schon mal gefunden hätte, wäre ja alles okay. Nur das Problem ist, das habe ich nicht. Und das ist die. Das heißt so viel wie. Ich weiß nicht, wie die Dinge aussehen. Ansonsten wüsste ich zumindest schon mal, weißt du, wo man anfangen kann. Leaks. Moment, da könnte was bei sein. Bei Leaks könnte irgendwas bei sein, so vom reinen Inhalt her. Das ist aber nicht das hier, oder? Ich muss das wahrscheinlich wirklich lesen, was da steht, ne? Nein. Oh! Ich schrück mich doch nicht jedes Mal so. Das ist ja fürchterlich. Ich bin gerade konzentriert irgendwo am Suchen. Da kommst du mit deinem dummen Cloud-Grid-Ding an. Moment, woher soll ich das jetzt wissen? Das war ja. Moment, müssen die immer gleich aussehen? Okay, danke der Nachfrage. Aber die Minispiele sind eigentlich ziemlich cool irgendwie. Also auf dieser Homepage ist auf jeden Fall schon mal so eine Art Code. Da muss man die ganze Zeit irgendwie nur die richtigen Dinger hier drücken. Die Frage ist natürlich nur, welcher das jeweils ist. Ansonsten wird es resettet. Das ist erst der hier, dann der hier. Hier hätte man den links auch noch drücken können, der war aber falsch. Dann das Dreieck. So weit, so gut. Nur die Frage ist natürlich, welches hiervon dann das Richtige ist. Nein. Nicht cool, Alter. Nicht cool. Hacking-Angriffe, nicht cool. Was haben wir? DOS-Blocker. Okay. DOS-Blocker krieg ich hin. Das war dann irgendwie wahrscheinlich so. Und dann, so. Und dann, so. Aber warum nicht? Hackt? Nein. Moment, ist jetzt alles weg. Die klauen mir dann die Sachen. Ah, nee, ich habe 6 Tage gebraucht, um den ganzen Scheiß wieder hinzukriegen, oder was? Interessant. Aber was ist davon, ist der richtige verfickte Punkt? Ah, der unterste. Okay, also weiter. Oh. Und das ist jetzt der Code, oder was? Das muss ich jetzt markieren. Und dann in der Notepad einfügen. Hoffe ich? Nein. Ach, Enter Note. Achso, okay. Also, so. Enter. Da haben wir schon mal markiert. Soweit, so gut. Aber das kann doch nicht. Die Adresse stand nämlich da vorher nicht. Da muss man dieses ganze. War jetzt was? Nein. Dieses ganze Puzzle irgendwie für lösen und dann passierte das. Das ist ja irgendwie ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil man, keine Ahnung, relativ viele Sachen irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf behalten muss und dabei dann irgendwie trotzdem noch browsen muss. Das heißt, man steht irgendwie unter Zeitdruck, weil. Read me? Hey, it's Adam again. I just found out that the Red Room is only open for 30 days at a time. Achso, das Ding ist nur 30 Tage auf und wir haben schon 8 hinter uns. Ha! Ja, geil auch. Nein. Ey, erschreck mich doch nicht so. Ich war gar nicht am Computer dran gerade, Alter. Die sind aber wahrscheinlich komplett random getriggert, oder? Kernel Compiler, das haben wir noch nicht gemacht. Das ist was Neues. Ach, das ist aber lang jetzt. Also, Void, sagt er und schreibt irgendwas anderes. Ist gut, ist vollkommen klar. Wie sich das gehört. Das ist mit Sicherheit jetzt für Leute, die, keine Ahnung, mit Informatik sich auskennen, wahrscheinlich der absolute, total simpel, weil sie sowieso 20.000 Mal am Tag schreiben.
Achso, am Tag schreiben. Und deswegen ist das halt gar nicht so schlimm. Aber so für Leute, die das nicht täglich machen, ist das wahrscheinlich. Also für mich ist das alles komplett neu. Shit, ich werde. Nein, der will mich. Nein. Nein, ich hab nur die Klammer vorhin vergessen. Shit, the fuck. Nein. Oh, es wurde nochmal verlängert. Okay, schnell. TCP-Eck 0x10. Nein! Fuck! Und schon wieder Tage weg. Das ist so fürchterlich, das ist so gemein. Aber meine Notes durfte ich behalten. Ja, immerhin. Okay. Ja, Gott sei Dank haben wir die Balken da drüber. Da muss ziemlich viel Arbeit drinstecken, allein diese ganzen Seiten hier so zu erstellen, oder nicht? Also ich meine, die sind ja alle gemacht und geschrieben. Ich erschrecke mich da jedes Mal aufs Neue, oder? Das gibt's doch gar nicht. Ich hab's richtig gemacht und wurde trotzdem gehackt. Nein. Oh, shit. 19 Tage nur noch. Das werde ich ja nicht erschrecken. Ich hab ein so ein Ding erst. Okay, also für den Moment, es war ziemlich viel Hacking, habe ich das Gefühl. Sonderlich weit gekommen bin ich ehrlich gesagt auch noch nicht, habe ich auch das Gefühl. Aber auf der anderen Seite, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ich hatte eigentlich wirklich Angst vor schlimmeren Jumpscares. Die Hackdinger da gehen ja eigentlich noch. Schauen wir da mal weiter, meine Damen und Herren. Dafür bitte erstmal Like-Button kaputt kloppen in den Kommentaren. Mehr davon, weniger davon. Gibt es noch sehr viel schlimmere Jumpscares? Ich würde beinahe damit rechnen, ehrlich gesagt. Das wirkte alles relativ okay, sagen wir mal so. Das war für mich noch erträglich. Ich habe mich zwar jedes Mal erschrocken, aber ich meine, auf der anderen Seite erschrecke ich mich auch vor Blitzen in Breath of the Wild. Meine Damen und Herren, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Offiziell winkenderweise wie immer. Bis zum nächsten Video. Yeah, liebe Leute. Tschüss.